Also mein Name ist Sandro Porku, bin freischaffender Künstler, Bereich Skulpturinstallation, habe 16 Jahre in Leipzig gelebt, lebe jetzt in der Oberlausitz, Kirschau bei Bautzen und habe jetzt hier eine Einzelausstellung bei der Galerie Potemka in Leipzig. Potemka, die Macherin, die Sandra, also Lou Potemka, die kenne ich schon ganz vielen Jahren und hat mir angeboten, einfach jetzt im Januar eine Ausstellung zu machen, eine Einzelshow. Und ich habe gerade ein paar Arbeiten fertig. Meistens sind es auch Studien, die erst nächstes Jahr fertig werden als Großprojekt. Und es passt dem Zeitraum und deshalb haben wir uns entschlossen, diese Ausstellung zu machen. Man schimpft mich Bildhauer, aber ich sehe mich eher jemand, der Skulpturen und Plastiken macht. Also ich habe mich spezialisiert, also Menschen nachzubilden, abzuformen und zu reproduzieren, meistens aus Silikon. Und damit habe ich angefangen vor 10, 12 Jahren. Und, aber ich mag es auch gerne mit, also ich mache auch ganz verschiedene Dinge. Also so wie sie. Das ist die letzte Arbeit, die ich gemacht habe. Und die wurde zum ersten Mal ausgestellt in der Volksbank Leipzig. Und die Arbeit hat Geld eingespielt. Und dieses Geld soll gespendet werden, wirklich für gegen Armut oder einfach Hilfebedürftige in der Region, in der Oberlausitz. Hin und wieder gelingt es, von der Kunst zu leben. Also ich lebe seit 17 Jahren nicht von der Kunst, dann doch. Also irgendwie, es funktioniert. Leipzig, ich liebe diese Stadt. Also wenn ich hier bin, muss ich immer, bin ich ganz nah am Wasser gebaut. Also ich habe die Stadt entstehen sehen und es ist unglaublich viel Bewegung, ich kenne unglaublich viele Menschen und ich bin sehr gern hier. Das ist ein Modell, eine Studie, die ich vor ein paar Monaten angefertigt habe. Und die Arbeit soll nächstes Jahr realisiert werden in einer Höhe von ungefähr 17 Meter und für einen Berghang in der Oberlausitz. Wir haben jetzt ein paar Berghänge abfotografiert und projizieren das Modell rein, um zu gucken, wie groß er tatsächlich sein muss, um auch eine gewisse Kraft zu haben. Und es ist in Arbeit. Na, weil du eine gewisse Größe brauchst, sonst siehst du es nicht. Das ist ein Funktionsmodell, das ich mit Julius Popp realisiert habe. Da geht es um ein Kreuz, was in sich wankt, sich bewegt, balanciert. Und die Arbeit gibt es jetzt auch als in 7 Meter Höhe. Und wir sind gerade dabei, diese Arbeit im Petersplatz in Rom zu platzieren. Also Robin habe ich kennengelernt vor 3 Jahren im Zuge von der Lou Potemka und dem Kurator Christian Kratzer. War eigentlich ganz lustig. Und wir hatten bisher 2 gemeinsame Ausstellungen oder sogar 3. Und ich denke, wir mögen uns nicht nur, wenn wir dieselben Nasen haben, sondern ich glaube, wir mögen beide unsere Kunst. Und wir haben auch letztes Jahr bei dem Kunstwerk getauscht. Also ich machte eine Arbeit von ihm, er machte eine Arbeit von mir. Und dann haben wir gesagt, ach, weißt du was, wir tauschen das morgen. Und ja, ich stelle dir mal kurz die Galeristin Lou vor. Ein Wesen, das ich schon seit über 10 Jahren kenne, mit Zusammenarbeit mit Christian Kratzer. Und sie hat mir die Plattform gegeben, hier in dieser Galerie auszustellen. Das ist Lou. Potemka heißt die Galerie und auch ich, also Lou Potemka. Und die Galerie gibt es seit 2009. Seit 2001 arbeite ich mit Sandro Porku zusammen. Und es ist jetzt aber unsere erste Solo-Show zusammen hier in der Galerie. Naja, ich meine, zum Teil ist es halt durchdacht, zum Teil ist es durchlitten. Ich habe das ganze Ding durch. Ich war Künstlerin, Kunsthistorikerin und Kuratorin. Und ich habe dann die Galerie gemacht, einfach um mein eigenes Ding zu machen. Mein eigenes, vielleicht meinen eigenen Kunstbegriff, meinen eigenen Kunstansatz der zeitgenössischen Kunst ja, zu zelebrieren, zu fassen. Also ich finde die Sachen aufregend, toll. Herr Sandro ist ein Autodidakt, also er macht die Sachen sehr aus dem Herz heraus. Also es ist nicht so
so eine stark akademische Kunst, sondern es ist eher eine Kunst, die so intuitiv entsteht, so wie ein Geistesblitz, den er dann eben ausführt. Es sind sehr aufwendige Sachen, die über längere Zeit entstehen, aber ich glaube, dass die Ideen sehr schnell passieren. Also es gibt immer so eine Geschwindigkeit in seinen Sachen oder sowas Sprühendes, so eine intuitive Kraft. Also wir haben jetzt viel mit Korea gemacht und versuchen halt über den Tellerrand raus zu blicken, rauszugehen. Bleibt gar keine andere Möglichkeit in Leipzig. Also alles andere ist Illusion oder schön geredet oder. Aber es ist eine total gute Stadt, um Künstler kennenzulernen, wo sehr viele Künstler sind, wo sehr viel Kunst passiert und es macht Spaß. Also da ist halt der Impuls. Die Kunstszene ist wie ein Dorf eigentlich in Leipzig und jeder kennt jeden und man macht auch unheimlich viel zusammen. Das ist nicht so galeriegebunden, sondern es entstehen dann natürlich auch Freundschaften auf irgendeine Art. Also alle sitzen im selben Boot, denke ich mal, und haben dieselben Interessen und wollen dasselbe oder was Ähnliches und ja. Also ich möchte halt gerne, dass die Kunst, die ich geil finde, sich durchsetzt. Dass es auch andere sehen, dass es tolle Künstler sind.